um den Weg zur Entscheidung zusammenzufassen. Wir haben in der prekären Situation vor 4 Wochen deutlich gesagt, dass wir uns nach der Saison noch einmal mit dem kompletten Saisonverlauf auseinandersetzen. Wir haben seit der Winterpause Störungen konstatiert. Wir hatten die Hoffnung, mit der Verlängerung mit Dietmar Demuth der Mannschaft klarzumachen, dass es keine Ausflüchte gibt und auch keinen neuen Trainer. Wir hatten gehofft, damit Ruhe reinzubringen in die Rückrunde. Das ist uns nicht gelungen. Im Gegenteil, die Mannschaft ist noch weiter abgerutscht. Das war Bestandteil der Gespräche, genauso wie die Tatsache, dass wir zwar unser sportliches Minimalziel erreicht haben mit dem 17. Platz, dass wir aber 19. der Heimtabelle geworden sind. Das heißt, unseren eigenen Zuschauern in der Regel ab und zu mal ein spannendes, aber meistens doch unansehnliche, schlechte Spiele geliefert haben. Wir sind im Pokal teilweise verheerend aufgetreten, das nicht erst zum ersten Mal und nicht im ersten Jahr. Wobei wir die Pokalauftritte gerade in einem Umfeld von 20, 25 Kilometern als Werbeveranstaltung für unseren Fußball betrachten und dort lieber nicht mit der Einstellung rangehen, wie wir jetzt rangegangen sind. Jeder weiß es, einmal sind wir mit der zweiten Mannschaft durchgekommen, dieses Jahr sind wir komplett hängen geblieben, was den Verein auch schädigt. Für uns, wie gesagt, war das Ende dieser Diskussion, wir befinden uns in einer Stagnation, die wir irgendwie durchbrechen müssen. Wir haben in der Zeit, gerade nach dem Pokalfinale, viele Gespräche geführt mit Spielern, mit dem Umfeld. Wir haben uns externe Spieltagsanalysen nochmal geholt, haben uns auch interne Spieltagsanalysen geholt und sind dann zu der Entscheidung gekommen, dass wir in der neuen Saison mit einem neuen Trainer anderen Fußball spielen lassen wollen. Ich rede in der Situation gerne von einer Lose-Lose-Situation, wenn man solche Entscheidungen trifft, weil man immer die Hälfte der Leute vor den Kopf stößt. Zumal Fußball ja auch immer ein bisschen was Religiöses hat, wo Glauben und Hoffen besser sind als Wissen. Aber wir haben nicht gewürfelt um das Ergebnis und wir haben auch nicht überlegt, wie ärgern wir jetzt einen Teil der Fans dieses Jahr mal wieder in der Sommerpause, sondern wir wollen, dass im nächsten Jahr in Babelsberg anderer Fußball gespielt wird, dass eine andere Einstellung herrscht, dass die Pokalspiele tatsächlich als Werbung für den Verein verstanden und auch entsprechend mit der Einstellung angegangen werden. Das war so nicht mehr möglich. Das hat sich auch an den ersten Zügen der Kaderplanung gezeigt und daraufhin haben wir diese Entscheidung getroffen. Wir wissen selber nicht, wie niemand weiß, ob das am Ende aufgeht. Wenn wir es aber nicht machen, können wir es auch nie wissen, ob wir hier mit unseren Möglichkeiten anderen Fußball spielen können.